Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wer mich kennt, weiß, ich liebe die Filme von Lucio Fulci. Definitiv einer meiner persönlichen absoluten All-Time-Favorite-Directors. Und ja, mittlerweile liebe ich auch Filmbücher. Bedanken möchte ich mich an der Stelle ganz besonders bei meinem lieben Freund Robert Auer, der mit seiner Bibliothek bei mir diese Leidenschaft geweckt hat, und außerdem natürlich bei dem deutschen Buchautor Kevin Zindler, dessen Filmbücher es waren, die ich als allererstes gelesen habe und die mir dann eben wirklich gezeigt hat, ja, Bücher sind definitiv geiler, um sich umfassend über Filme und Filmgeschichte zu informieren, als das Ganze einfach irgendwo im Internet nachzulesen. Wie ihr gerade am eigenen Leib erfahren müsst, im Internet kann einfach jeder Vollidiot Content produzieren. Und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Filmbuch, das ich mir jetzt in meine Sammlung geholt habe. Beyond Terror, The Films of Lucio Fulci. Hier mit einem wunderschönen Silberfoliendruck auf dem Frontcover haben wir es hier mit einem Buch von Stephen Thrower zu tun, der mir eigentlich tatsächlich was sagt, weil ich seinen Namen schon öfter bei Arrow Video und, glaube ich, anderen Booklets auch gesehen habe. Aber ganz ehrlich, das ist ein bisschen mehr als ein Booklet. Und nur für diejenigen, die sich kaum was vorstellen können, unter der Größe von diesem Buch, ja, das ist nicht unbedingt klein, ganz ehrlich. Diese Hand, die hier auf dem Cover drauf ist, ist ungefähr so groß wie mein ganzer Kopf. Und das, apropos, wo wir gerade bei dieser Hand sind, ist eine absolut großartige Hand. Nachempfunden ganz offensichtlich einem der bekannten Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies-Motive, ein absolut wunderschön gemaltes Cover, wo wir eben einerseits die Hand sehen, die aus dem Grab rauskommt, und dann hier einige Zombies, die ganz offensichtlich in Richtung New York unterwegs sind, wo erschreckende Twin Towers tatsächlich noch stehen, damals im Jahr 1979. Und ja, das war tatsächlich etwas, das mich beim ersten Mal anschauen von Voodoo tatsächlich ein bisschen irritiert hat. Ein absolut großartiges Motiv, nämlich auch hier wirklich wunderschön gedruckt. Ich finde auch wunderschön aufgeteilt hier auf diesem Frontcover Artwork. Sehr, sehr schön, wie detailliert das Ganze gezeichnet ist, wie schön das nämlich vor allem auch noch ist, dass man hier die Struktur von diesem Papier und von diesem Material, mit dem das gezeichnet ist, hier noch durchsehen kann. Außerdem eben natürlich das hier. Absolut wundervoll. Schön auch, dass dieses Motiv dann auf den Spine weitergeht. Auch hier noch einmal der Silberfoliendruck, und dann auch auf dem Backcover hat man sich einige Veredelungen ausgesucht. Nämlich hier bei den Bildern aus den Filmen von Lucio Fulci gibt's Partial Gloss. Außerdem haben wir dann da ein paar Informationen rund um das Buch und dessen Inhalt und finden dann hier unten übrigens die unverbindlichen Preisempfehlungen. 40 Pfund soll dieses Teil also kosten. Wer meiner Empfehlung bei Kauf den Kack gefolgt ist, hat es aber bei Amazon UK um schlanke 18 Pfund bekommen. Bei uns im deutschsprachigen Raum bei Amazon kostet es eben tatsächlich noch diese 40, die auch angeschrieben sind. Aber wie gesagt, wir Schnäppchenjäger lassen uns ja da nicht lumpen. Aber an der Stelle möchte ich einen Blick mit euch in dieses Buch hineinwerfen. Das wird jetzt etwas kompliziert werden, das hier vor der Kamera vielleicht vor euch hin und her zu blättern. Wir werden auch definitiv nicht alles sehen, aber wir finden hier mal den die Inhaltsangabe. Für mich das erste Kapitel tatsächlich, das ich mir anschauen möchte, ist Lucio Fulci at the BBFC. Das interessiert mich als jemand, der sich eben ganz besonders für Zensur und Altersfreigaben und so weiter begeistert. Am allermeisten. Wir merken übrigens, dass dieses Buch, das gemütliche 500 Seiten an Bord hat, ähnlich wie das großartig geschriebene Sam Firstenberg Buch, das ist übrigens immer noch mein absolutes Lieblingsfoto von Fulci, nicht nur unfasslich umfangreich und dick ist, sondern eben auch noch dazu ziemlich klein geschrieben. Hier eben das Motiv, das ich angesprochen habe, das eben ganz eindeutig hier in vergrößerter Ansicht als Frontcover-Motiv gedient hat. Es geht gleich einmal los mit meinem absoluten Lieblings-Fulci, und
Bin persönlich wirklich absolut daran interessiert, absolut begeistert, eben vor allem auch mehr über die Filme von Lucio Fulci zu erfahren, nämlich vor allem eben über die Filme, die ich vielleicht noch nicht oder zumindest einmal noch nicht so gut kenne, denn da gibt es in seiner Filmografie natürlich ebenfalls geilste Szene aller Zeiten. Es ist wirklich nach wie vor. Ich habe letztens erst wieder hineingeschaut, weil ich einem Kumpel die 4K-UHD demonstrieren wollte, wie genial einfach diese Holzsplitter-Szene heute immer noch ist. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Ich weiß nicht, wieso, es irritiert mich immer wieder, wenn ich bei internationalen Veröffentlichungen, Büchern, Booklets oder sonstigen Sachen deutsche Plakate, deutsche Motive, deutsche Titel, so etwas sehe. Aber wir starten hier mal beim dritten Kapitel mit Fulcis Komödien. Das eben beispielsweise eines von den Motiven, wo ich sage, okay, wenn ich den Titel L'amore primitivo sehe, dann ist das Adriano Celentano. Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Was wollte ich sagen? Dann denke ich bei L'amore primitivo, denke ich natürlich an Lucio Fulci und an Sodomas tödliche Rache. Aber ich glaube, das war jetzt hier ein bisschen anders gemeint. Wir sehen da eben wirklich schön gemacht, finde ich fast, diesen Überblick eben über seine Filme, einerseits mit Inhaltsangabe, mit Kerzen, Crew-Details, mit Postern, mit Ausschnitten und eben einer kurzen Beschreibung von dem, was uns in diesem Film erwartet. Das erwarte ich eben dann von diesem Buch. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind bislang, nur dass ihr das richtig einordnen könnt, das, was wir bis jetzt hier durchgeblättert haben, war genau das hier. Ja? Also es dauert noch eine Weile, bis man da zum Ende kommt. Und ich finde, jeder Film, den Fulci hier gemacht hat, ist wirklich absolut wundervoll detailliert. Das Einzige, was ich persönlich natürlich ein kleines bisschen bekritteln kann, was aber bei Filmbüchern öfter der Fall ist, ist, dass die Bilder die meiste Zeit eigentlich nur in Schwarz-Weiß sind. Da hätte ich mich persönlich natürlich etwas mehr gefreut, wenn man sämtliche Bilder dann auch in Farbe hat, vor allem eben die ganzen Filmplakate und weiteren Informationen. Aber ja, es geht weiter hier mit Gialli und dann eben den Gialli, die Fulci gedreht hat und so wie Historia Perversa zum Beispiel. Auch, glaube ich, ein Film, den ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, wenn mich nicht alles täuscht. Weil, wie gesagt, obwohl ich ein großer Fulci-Fan bin, manche Filme kriegt man bei uns eben zum Beispiel bis heute einfach gar nicht. Lizard in a Woman's Skin ist, wenn ich jetzt nichts verpasst habe, bis heute nicht erschienen. Auch Don't Torture a Duckling hat wahnsinnig lange gedauert, bis der eine deutsche Veröffentlichung bekommen hat von 84, wo dann Arrow Video absolut fasziniert war in einem Facebook-Beitrag, wie scheiße die deutsche Blu-ray von 84 ist, weil sie irgendwie gemeint haben, dass da Frames immer wieder doppelt waren und deswegen der Arrow-Transfer irgendwie deutlich kürzer ist als der von 84, aber ohne natürlich, dass hier bei Arrow irgendwas fehlen würde, sondern einfach, weil das Bild und das Ganze richtig gemacht ist. Wir haben dann hier außerdem noch andere Filme. Mir tun langsam echt schon ein bisschen die Arme weh vom Umblättern und dieses Buchhalten. Erinnert mich auch daran, dass zum Beispiel die Schlacht der Zenturions irgendwann einmal rauskommen könnte und vielleicht einmal ungeschnitten auf Deutsch erscheinen könnte. Das wäre sehr hilfreich, weil da kenne ich nur die alte Laser Paradise Version, die eben nicht uncut ist. Der Contraband sollte dann auch einmal erscheinen, nämlich der ist ja schon befreit von den Fängen der deutschen Zensur und angekündigt von Filmart. Auf das freue ich mich hier. House by the Cemetery, Roberts liebster Fulci, beziehungsweise einer in der Trilogie des Todes, was ich immer relativ cool finde, weil es gibt, glaube ich, ein bisschen mehr als drei Filme von Fulci, in denen Leute sterben. Aber ich finde wirklich absolut genial, was man hier alles sieht, wenn man das Buch alleine einfach nur durchblättert. Alleine die Aufmachung, alleine die Bilder, die einem hier präsentiert werden, alle finde ich in wirklich, wirklich schöner Druckqualität. Vor allem sind die ganzen kultigen und bekannten Filmszenen von Fulci mit dabei. Ich glaube, man kann aktuell da nicht mehr von Spoilern oder Ähnlichem sprechen. Das
untermalt mit wirklich, wirklich viel Text. Ich habe zwar eben, wie bereits eingangs erwähnt, noch keine Zeit gehabt, den Text wirklich zu lesen, aber ich glaube, man merkt alleine aufgrund der Anzahl der Seiten und der Größe des Texts, was hier für eine Menge an Arbeit von Stephen Thrower drinnen steckt, dass eben dieses Buch Realität wurde. Das ist eines sicherlich von diesen Passion Projects, wie eben zum Beispiel auch Tobias Hohmann 2 Jahre lang gearbeitet hat an seinem Buch über das Saw-Franchise. So ähnlich stelle ich mir das hier vor. Natürlich hier dann zum Beispiel wieder ein paar Bilder in Farbe. Hier zum Beispiel die deutschen Aushangfotos, Plakate und so weiter von Geisterstadt der Zombies. Auch das absolut genial. Da merkt man halt natürlich, wo das Hauptaugenmerk von diesem Buch auch war. Das großartige thailändische Motiv, das ist, glaube ich, eben auch als Mediabook gibt bei uns, dann eben hier noch die anderen Teile von dieser Bistepper, das ist so schwer. Das ist tatsächlich mein einziger Kritikpunkt an solchen absolut genialen Filmbüchern, dass sie einfach wirklich wahnsinnig schwer sind und ich mir fast nicht vorstellen kann, wie das sein muss, diese Bücher über einen längeren Zeitraum zu lesen, weil alleine eben meine Hand auszustrecken, um hier umzublättern, sorgt mittlerweile nach ungefähr 10 Minuten Auspackzeit und Herzeigzeit von diesem Buch dafür, dass mir die rechte Schulter ziemlich wehtut eigentlich. Aber wie gesagt, das ist sicherlich eher etwas, das man dann in kleineren Häppchen genießt und sich in kleineren Häppchen gönnt. Aber es zahlt sich, finde ich, definitiv aus. Ich werde euch einen Link zu diesem Buch auch, The Ghost of Sodom, wenn wir schon dabei sind. Ja. Das ist wirklich mit Abstand der schlechteste Fulci-Film. Hier, Touch of Death, das ist When Alice Broke the Mirror, wenn mich nicht alles täuscht, wo eben diese bekannte Mikrowellenszene auch her ist, die tatsächlich dann das Remake von Last House on the Left vielleicht inspiriert hat, wobei wir ja letztens erst gelernt haben, dass das eigentlich aus Evil Laugh ist. Wir haben Nightmare Concert, der jetzt eben vor kurzem entschlagnahmt wurde, obwohl wir ihn quasi nächste Woche, also eine Woche, nachdem ich dieses Video jetzt poste, immer noch bei Depp und Deppert als beschlagnahmten Filmlisten. Das ist halt das Problem, wenn man solche Videos vorproduziert und nicht damit rechnet, dass sowas passieren kann. Aber wie gesagt, hier einige wirklich, wirklich coole Sachen. Wir sind ja immer noch erst bei Seite 350. Es geht sogar noch weiter. Fabio Frizzi wird eben auch thematisiert. Ein großartiger Komponist in meinen Augen, der eben wirklich dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel Voodoo dermaßen großartig ist. Auch Riz Ortolani kriegt sein Buch. Hier eben die Geschichte von Fulci bei der BBFC, die ich anfangs besprochen habe, eben sehr, sehr cool, wo es darum geht, was zum Beispiel zensiert werden musste bei einigen Filmen von Fulci, für die britische Altersfreigabe natürlich hier am allermeisten bei Zombie Flesh Eaters, das ist ganz klar. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ein bisschen was eben über DVDs und so weiter, dann hier Other Film Credits von Lucio Fulci, ein bisschen was über Schauspieler, gut, würde ich sagen, ist jetzt dann gegen Ende nur mehr Füllmaterial, hätte man wahrscheinlich in einem so umfangreichen Buch gar nicht mehr gebraucht, aber wie gesagt, nachdem das Buch so umfangreich ist, tut es mir jetzt auch nicht weh, dass das da ist, man kann eben zumindest noch das ein oder andere Bild von bekannten Gesichtern, die man dann eben auch in Fulcis Filmen wahrscheinlich immer wieder gesehen hat, wie David Warbeck oder Fabio Testi zum Beispiel sehen, und ein Inhaltsverzeichnis gibt es natürlich eben falls noch. Das ist dann natürlich gerade bei so einem umfangreichen Buch auch sehr, sehr brauchbar. Das ist wirklich ein unfasslich geniales, umfangreiches Wahnsinnswerk, das eben hier zu mir gekommen ist. Unglaublich preiswert, finde ich eben, für das, was wir in diesem Buch geboten bekommen. Ein
dickes, starkes Hardcover-Buch. Bei Amazon übrigens, das Listing, das ich bestellt habe, war angegeben als Paperback, aber es ist ganz offensichtlich kein Paperback gekommen. Ich kann an der Stelle natürlich nicht garantieren, was ihr bekommt, wenn ihr das Buch bestellt. Ich hoffe, dasselbe wie ich, aber egal. Für 18 Euro ist es eben alleine der Inhalt dieses Buches auf jeden Fall wert, in jeder Filmsammlung, Fulci-Sammlung, Filmbibliothek und so weiter zu sein.